Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zur Legend of Grimrock Labyrinth of Lies. Erstmal kurz was Organisatorisches, was euch vielleicht schon in der letzten Aufnahmesession aufgefallen ist. Da habe ich es nämlich das erste Mal angewendet, habe aber vergessen Bescheid zu sagen. Ich habe versucht, ein bisschen die Videoqualität bzw. die Tonqualität zu steigern, indem ich einen Geräuschfilter eingebaut habe, der versuchen soll, so Störgeräusche wie jetzt mein Atmen und meinen PC-Lüfter, der in letzter Zeit ein bisschen laut geworden ist, rauszufiltern. Gerade hier in Legend of Grimrock an den Stellen, wo nicht viel Ton ist und ich auch nicht viel sage, dürfte das am meisten wahrscheinlich schon aufgefallen sein. Hoffe ich jedenfalls mal. Nur damit ihr Bescheid wisst, falls es euch irgendwie komisch vorkommt. Also falls ihr merkt, dass sich irgendwie was geändert hat. Jo. Ich frage mich gerade, ich habe so ein Mine-Reactor-Ohr. Ob ich was mit dem anfangen kann. Nein, Wisp Shift. So. Hier bringst du mir überhaupt nichts. Die Druckplatte ist für immer getreten. Ja. So. Jetzt bin ich wieder hier und jetzt müsste ich eigentlich das da genau einlegen können. Ja. Wenn ich das hier einlege, feuert dann die Kanone? Hm. So ähnlich. Was feuert jetzt? Jetzt feuert wieder die Kanone. Okay, ich denke mal, das müsste dieses Erz brauchen wir hier. Also lasse ich es gerade mal hier liegen, weil das wiegt ja auch ein gutes Stück, 4 Kilo. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt mit mir rumschleppen, wenn wir sie nicht brauchen. Ja, mit den Stützbalken, da muss ich mich noch umgucken. Auf jeden Fall sicherheitshalber jetzt einen Federfall aktivieren. Weil wir sind wieder hier an dieser Stelle. Genau. Okay. Giftschutz erhöhen. Ja, komm. Das war schon mal nicht schlecht. Es ist wenigstens einer weniger. So, wo bist du? Oh, da ist noch einer. Jetzt habe ich den mit mir eingesperrt, ob das so klug war. Jo. Hat einigermaßen geklappt. Können wir auch hier drin mal kurz rasten?
Das ist schon mal ein guter Fortschritt. Wir haben schon mal zwei von den giftigen Viechern erledigt. Da ist noch einer. Da ist der Porter, da ist der andere reguläre Gang nach unten. Und da ist schon wieder ein... Ich habe das Gefühl, die respawnen. Jo. Wow. Das war der Heftige. Grobe Kelle. Ja, die kommen halt hier hinten ständig aus dem Tempelbereich rausgelatscht. Das können wir ja vermeiden. Was ich eher gerne wissen würde. Ist, warum ich das hier nicht aufkriege. Ja, ich kann da alles reinstopfen, was ich will. Es bringt nichts. Der kann mal da weg. Mr. Weor brauche ich noch. Gab es hier nicht noch einen zweiten Zugang, frage ich mich gerade. Ja, da drüben. Ja, an den Wänden ist jedoch nichts. Ja, den Waste Incinerator, den habe ich jetzt geleert. Ich frage mich gerade, kann man den runterfallen? Da ist die Treppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoch von der Treppe und 1, 2, 3, 4 rüber. 1, also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 3. Nee, ich glaube, wenn wir da runter springen, landen wir genau da, wo wir gerade stehen. Ja. Da können wir von hier aus jedenfalls nicht runterspringen. Können aber sicherheitshalber mal einen Safe machen. Ja, das ist das Blöde. Ich sehe nicht, was hier in diesem Rauch ist. Ich kann den Rauch nämlich auch nicht wegpusten.
Aber der hier ist zum Beispiel garantiert recht toll, der Dark Legion Speer. Attack Power 40, Accuracy, Speed und eine Reach Weapon. Ja, für alle Fälle. Den Knopf kenne ich bereits. Und ich kann hier auch nichts weghauen. Warum höre ich hier jetzt? Gegner rumlatschen. Wo bin ich jetzt gerade? Ach, jetzt bin ich hier. Wo hole ich mich das nochmal hin? Mein Operation Transfer. Ach, das bringt mich wieder dahin, wo ich hin wollte. Okay. Und das hier wäre der Palace Teleporter. Den ich halt immer noch nicht aufkriege. Oh, du kommst mir aber gerade recht. Wow. Nur nicht auf diese Art und Weise. Okay. So, der ist tot. Wir heilen mal ein bisschen. Sacken die Pfeile ein. Was war eigentlich hier drin? Ach, eine Wasserflasche. Nahrung sieht auch gut aus. Das hier haben wir ja auch schon gehabt. Und hier drin waren wir ja auch schon. Okay. Da wird es zum blauen Kristall gehen. Sind noch genug von den Kerlen hier. Ja. Oh, der war schon angeschlagen. Gut. Muss nur noch seine blöde Plauze verschwinden. Da hinten wuselt der nächste rum. Und eigentlich wollte ich gerade sagen, hoffe ich mal, dass es das langsam war. Aber scheinbar war es das nicht. Langsam. Die Betten kann ich auch nicht kaputt machen. Ich kann aber mal gucken, ob unter den Betten noch irgendwo Nachrichten versteckt sind. Oder hier irgendwas versteckt ist.
Ne, hier ist auch nur Werkzeug drin. Und ich wüsste zum Beispiel nicht, wie ich mit einem Messer zum Beispiel oder einer Spitzhacke hier die Dielen wegbrechen könnte.